Liebe Zuschauer, jetzt kommt Modell und Bahn. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur 52. Ausgabe der Sendung Modell und Bahn. Und ich kann Ihnen versprechen, heute geht es sehr weihnachtlich zu. Es ist ja auch schließlich die letzte Sendung des Jahres. Und Weihnachten erzählt man sich immer schöne Geschichten bzw. Märchen. Und ich kann Ihnen versprechen, dass wir ein ganz märchenhaftes Thema Ihnen heute anbieten werden. Lokomotive erwacht aus Dornröschenschlaf und Nikolausfahrt zum Bahnhof Rennsteig. Zu unserem ersten Beitrag, liebe Zuschauer. Lokomotive erwacht aus dem Dornröschenschlaf. Hinter mir werden Sie es schon sehen. Da steht diese Lokomotive, die wir vor circa anderthalb Jahren aus Görlitz-Schlauroth geholt haben. Es ist die Baureihe 2310. Und neben mir begrüße ich jetzt Rainer Tisch. Es ist einer derjenigen, der das mit verbockt hat oder organisiert hat, dass diese Maschine heute hier in Gera steht. Das war also ein recht aufwendiger Akt, diese Lokomotive hier wieder nach Gera zu holen. Es sind also die 2310-74 und die 2310-28 sind beides ehemalige Gera-Maschinen. Und es war also mehr oder weniger vielen glücklichen Umständen zu verdanken, dass diese Loks vorm Schneidbrenner bewahrt sind und heute wieder in Gera stehen. Wir werden ja noch anschließend dann den kleinen Film zeigen, wie das alles so vonstatten gegangen ist. Was treibt Sie denn eigentlich an, Herr Hirsch, so eine verrückten Sachen zu machen, dass man so eine Lok, die also wirklich, wo jeder sagt, mein Gott, wird die jemals wieder fahren, was treibt Sie eigentlich an, sowas zu machen? Ja, es war also diese günstige Gelegenheit, diese Lokomotiven doch wieder hierher holen zu können. Es ist ja heute relativ schwierig, überhaupt noch eine Dampflok zu bekommen. Die Baureihen 50 und 52 sind noch relativ gut am Markt verfügbar, aber alle anderen Baureihen sind schwierig. Und für das Gesamtkonzept, was hier auf diesem Gelände mal gedacht ist, zu dem dann der Steffen Pülscher noch was sagen wird, ist es eigentlich auch wichtig, diese beiden Original-Gera-Maschinen hier zu haben. Denn damit sind wir jetzt der einzige Standort in Deutschland, in dem es drei Baureihe 23 gibt. Die 1074, die stand also 20 Jahre lang in Görlitz, war total eingewachsen. Es gab auch keinen Gleisanschluss mehr. Also wir mussten ja eine umfangreiche Baumfällaktion machen, um überhaupt mit entsprechender Technik und zwei Schwerlastkränen und Tiefladern an die Lok ranzukommen, damit wir sie überhaupt verladen können. Als sie dann endlich auf dem Tieflader standen, war ursprünglich der Plan, die 1074, zumindest das Fahrwerk, zuerst nach Chemnitz zum SEM zu bringen, um dort die fehlende C-Achse wieder einzubauen. Aber als die Lok dann in Chemnitz stand und die Achse kam, dann kam die nächste Überraschung, da fehlten nämlich die Achslager dran. Das heißt, ja, Plan geändert, Fahrwerk ist dann Anfang dieses Jahres hier nach Gera gekommen, sodass wir die Loks erstmal hier wieder zusammengesetzt haben. Aber es sind zumindest alle Großteile jetzt wieder vorhanden. Also wie es überall so ist, wenn man alte Lokomotiven oder alte Maschinen wieder restauriert, es gibt Plan B, C und D in jedem Falle. Und ohne dem ist so ein Unterfangen nicht zu machen.
Lok 35 1074. Diese Nummer hebt bei Eisenbahnliebhabern den Puls an. Zugewachsen im dichten Gestrüpp auf dem ehemaligen Gelände des RAW Görlitz-Schlaurod steht sie, abgestellt vor über 20 Jahren, zum Nichtstun verurteilt. Es war eine schöne, bei dem Personal beliebte Maschine. Für eine kurze Zeit versah sie ihren Dienst auch im BW Görlitz. Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie das heute sehen, wenn die Lok hier abgeholt wird? Ja, eigentlich, wie soll ich sagen, es tut ihnen weh, dass sie so weit vergammelt ist. Haben Sie die Lok gekannt, wie sie hier angekommen war, damals? Ja, ich bin ja auch mit der gefahren. Die war ja ein halbes Jahr in Görlitz. Und da kam das schon vor, dass man sie abgekriegt hat. Und was haben Sie da gefahren? Reisezüge haben wir da mitgefahren, hauptsächlich Dresden, Falkenberg, die Personenzüge über Hoyerswerda. Weniger im Schnellzug, obwohl sie dafür auch geeignet war. Und dann ist die Lok hier nach Görlitz gekommen, wieder dann nach Görlitz gekommen? Ins RAW gekommen ist er am 1.7.1980. Und dann ist sie hier stehen geblieben, bis zum heutigen Tage. Sie wollten es also nicht nehmen lassen, diese Lok also sozusagen heute mit zu verabschieden? Ja, ich wollte sie doch mal sehen. In den Folgejahren der 1970er Jahre kam es zum Traktionswechsel bei der Deutschen Reichsbahn von Dampf auf Diesel. Das Schicksal vieler Dampfloks war damit besiegelt. 35 1074, Ex 23 1074, hatte zunächst mehr Glück. Sie wurde von der Deutschen Reichsbahn als betriebsfähige Traditionslok vorgehalten. Doch leider kam es in den Folgejahren zu einer unglücklichen Entwicklung. Die Lokomotive wurde zusammen mit ihrer Schwesterlok 35 1028 von Gera abgezogen und zum Dampfspender umgebaut. Sie kam dann im RAW Görlitz als Heizlok zum Einsatz. Sieht gut aus. Ich weiß bloß nicht, wo man das Ding anhängt. Und die Maschine sah aber schon mal anders aus, oder? Ja, das war eine niedelnagelneue neue Lokomotive. Mhm. Ja, die sind gerne gelaufen, ungefähr 4 Wochen. Und dann wurde sie ja als Heizlok abgestellt und das ist halt was geworden. Eisenbahnfreunde des Vereins Gera Eisenbahnwelten suchten und recherchierten über den Verbleib ihrer Loks der Baureihe 2310. Denn in Gera war neben der 1074 noch die Schwesterlok 1028 beheimatet. Diese beiden Maschinen sollen wieder in ihrem Lokschuppen stehen. In Görlitz und Röbel wurden sie fündig. Beide Loks erlitten das gleiche Schicksal, das Ergebnis ist bekannt. Sie wurden zu Heizloks umgebaut oder besser gesagt degradiert. Reinhard Hirsch, ein Gera-Unternehmer, ist der Glücksfall für die Vereinsfreunde. Er nahm sich des Schicksals beider Maschinen an und half dem Verein in sehr aufwendiger Aktion, die Maschinen wieder zurückzuholen. Das große Ziel: beide 35er sollen zunächst äußerlich wiederhergestellt werden, wobei die Instandsetzung und Neufertigung von Teilen gleich so erfolgen soll, dass eine spätere Inbetriebnahme wieder möglich sein wird. Das wird noch viel Kraft und Anstrengung kosten. Doch wieder zurück zu unserer 1074. Im wahrsten Sinne des Wortes wurde diese Maschine wachgeküsst, wie einst Dornröschen. Viele Vorarbeiten waren notwendig, um diese Lok, oder was von ihr übrig blieb, von Görlitz zunächst bis ins Eisenbahnmuseum nach Chemnitz-Hilbersdorf zu transportieren. Schweres Gerät rückte Anfang April 2011 auf dem ehemaligen Gelände des RAW Görlitz an. Nun war es auch akustisch mit der Dornröschenruhe vorbei. 3 Tieflader und 2 Schwerlastkräne waren notwendig, diese Lok aus dem Dickicht des RAW zu bergen. Erfahrungsgemäß muss man bei solchen schwierigen Unterfangen immer mit Zwischenfällen rechnen. Die tags zuvor freigeschnittene Maschine wird jetzt transportgerecht zerlegt
und auf die bereitstehenden Tieflader verladen. Zunächst Kleinteile und Führerhaus. Weitere Tieflader rücken an, um mit dem Tender, der Lok sowie dem Kessel beladen zu werden. Tender steht, das erste große Stück verladen. Als nächstes heben wir jetzt erstmal den Kessel ab, um zu sehen, ob da noch irgendwelche Verbindungen gelöst werden müssen. Dann muss der Schweißer noch anrücken und mit dem Schneidbrenner das noch wegschneiden. Für das Aufladen des Kessels stieg wieder die Anspannung. Beide Kranführer hoben gleichzeitig den Kessel der 1074 an. Und mit viel Gefühl wurde dieser auf den Tieflader abgesetzt. Da kann man nur den Hut ziehen. Die Anspannung war auch dem Initiator anzumerken. Es ist ja auch keine Kleinigkeit, so eine Lok. Zum Schluss war nur noch das Fahrgestell der Lok zu verladen. Auch das verlief reibungslos. Spannend war auch das Zusammentreffen Görlitzer und Gera Lokführer, die sich viel zu erzählen hatten. Und wenn du heute so siehst, diese Lokomotiven, die 23, wurden ja dann erst umnummeriert. Ja, als EDV-Programm eingeführt wurde, wurden die erst in die Nummer 35 zugeordnet. Das waren ja wunderbare Maschinen gewesen, die waren ja personalfreundlich ohne Ende. Ja. Guck mal, wenn wir hätten die Bundesbahn nur 23 gehabt, hätten wir Rollenlager gehabt. Ne? Ja. Das wäre noch ein Kindstück gewesen. Ja, aber vom Dampf her und so kannst du nicht vergleichen. Das war Wahnsinn. Ja. Am späten Abend verließ der letzte Schwertransport das Gelände des ehemaligen RAW in Görlitz. Es kehrte wieder Ruhe ein. LKW rollen jetzt nach Chemnitz-Hilbersdorf. Hier soll die Maschine noch mit fehlenden Teilen wie die dritte Achse vervollständigt werden. Erst dann geht es weiter zur alten, neuen Heimat, den Eisenbahnwelten in Gera. Ja, dem einen oder anderen Zuschauer wird dieses Eisenbahngelände schon ein ganz kleiner Begriff sein, die Eisenbahnwelten in Gera. Neben mir begrüße ich jetzt den zweiten Vereinsvorsitzenden von Gera, den Steffen Pütscher. Herr Pütscher, was haben Sie sich denn vorgenommen? Ja, wir als Verein wollen dieses Gelände hier natürlich der Nachwelt erhalten, in seinem Bestand als Wahrzeichen der Eisenbahngeschichte hier in Gera. Wir stellen uns vor, dass das Ganze hier mal ein lebendiges Museum wird. Dazu hatten wir in den Jahren 2011 und 2012 ja schon mehrere große Veranstaltungen mit einigen tausend Besuchern hier durchführen können, die in der Bevölkerung doch ganz guten Anklang gefunden haben. Für 2013 planen wir derzeit das Programm auch wieder mit mehreren großen Veranstaltungen im Frühjahr und im Herbst und einigen Besuchertagen in den Sommermonaten. Wir stellen uns vor, dass das Ganze hier ein lebendiges Museum wird, in dem der Besucher die Eisenbahnatmosphäre hautnah erleben und schnuppern kann. Wir wollen natürlich auch die Erfahrung
von unseren älteren Vereinsmitgliedern. Wir haben im Verein ca. 100 Mitglieder. Davon sind auch einige ältere Eisenbahner-Lokführer dabei. Und deren Erfahrung, deren Wissen wollen wir auch weitergeben an künftige Generationen. Wir haben dazu eine Jugendgruppe hier installiert. Das sind Jugendliche von 16 bis 18 Jahren, die handwerkliche Fähigkeiten, Metallbearbeitung erlernen sollen. Neben mir steht dazu der Vereinsfreund Knefko, unser Jugendgruppenleiter, der dazu noch etwas mehr sagen kann. Ja, gehen wir doch gleich mal die Frage weiter. Was machen denn die Jugendlichen hier? Unsere Jugendlichen sind aus eigenem Antrieb hierher gekommen, einfach aus Interesse an der Fahrzeugtechnik, an der historischen Technik, natürlich auch an den Gebäuden und an dem ganzen Grundstück. In vielen Städten Thüringens sind ja die BWs komplett zurückgebaut oder verfallen. Und das war natürlich für die Jugendlichen ein Umstand, den sie so nicht hinnehmen können und engagieren sich hier nach Kräften, um bei verschiedenen Arbeiten mitzuhelfen, um das Ganze aufzuwerten und zu erhalten. Was machen denn jetzt die Jugendlichen speziell hier bei Ihnen im Verein? Restaurieren die an den Lokomotiven mit, machen die Bauarbeiten oder was passiert dann? Ja, wir sind bemüht, uns da so richtige Allrounder zu erziehen. Also die helfen uns bei allen anstehenden Arbeiten. Zum Beispiel haben die auch hier geholfen, die Frontpartie der Lokomotiven erstmal, ich formuliere mal, zu entkernen. Die Zuschauer werden ja im Film sehen, wie die Lokomotiven mal ausgesehen haben, als sie geborgen wurden. Und da waren also erstmal Arbeiten mit dem Winkelschleifer, auch das Brennschneiden haben die Jungs dabei gelernt. Und dann haben wir hier mal erste Schritte getan, um das Antlitz wieder ein wenig aufzumöbeln. Ja, dann wünschen wir natürlich allen Eisenbahnfreunden in Gera, die ganz fleißig an der Wiederherstellung der 2310 arbeiten, viel Erfolg. Und wir hoffen, dass es irgendwann mal dann doch ein Weihnachtsmärchen wird, dass diese Lokomotive wieder auf eigenen Füßen durch die Lande rollt. Jetzt zu unserem zweiten Thema. Im Dezember ist es allerorts üblich, dass da, wo Traditionsbetrieb stattfindet, natürlich auch Nikolausfahrten angeboten werden. Und wir waren dieses Jahr wieder mit der Kamera dabei, wie die Rennsteigbahn vom Bahnhof Ilmenau hier hoch zum Bahnhof Rennsteig ihre Nikolausfahrt durchgeführt hat. Wie eines jeden Jahres Anfang Dezember beginnt die Vorfreude auf das nahende Weihnachtsfest. Das ist die Zeit, wo der Nikolaus in Aktion tritt. Er hat standesgemäß eingeladen zu einer Fahrt mit historischen Eisenbahnwagen hinauf zum Rennsteig. Leider ist die Dampflok der Rennsteigbahn, die 94-15-38, immer noch defekt, sodass die Diesellok 228-758 als Ersatzlok diese Fahrt übernimmt. Die großen und kleinen Fahrgäste am Bahnhof Ilmenau besteigen erwartungsfroh den Zug, der sie hinauf zum winterlichen Bahnhof Rennsteig bringen soll. Bevor der Zug abfährt, erscheint der Nikolaus. Ohne ihn geht's gar nicht. Sonst wäre es ja keine Nikolausfahrt mehr. Pünktlich setzt sich der Zug in Bewegung und der Nikolaus auch. Jetzt ist seine Zeit gekommen, die Kinder im Zug zu überraschen. Während der Nikolaus seines Amtes waltet, zieht die herrliche Winterlandschaft des Thüringer Waldes vorüber. Tief verschneit empfängt der Rennsteig die Fahrgäste. Bratwurst und Glühweinduft lädt zu einer kleinen Zwischenstärkung ein, bevor das Puppentheater mit seiner Aufführung beginnen kann. Dicht gedrängt sitzen die kleinen Gäste in den vorderen Reihen und erleben die beiden Geschichten vom Bärchen Taps und dem dicken, fetten Pfannkuchen. Kolja Liebscher hat diese Geschichten als Schattenspiel liebevoll inszeniert. Viel zu schnell vergeht die Zeit. Die Rückfahrt nach Ilmenau ist gekommen.
Und dann geht es auch schon los. Während Vater, Mutter, Oma oder Opa die vorbeiziehende Winterlandschaft genießt, sind die Kleinen noch ganz in Gedanken der erlebten Geschichten des Schattenspiels. Und so ganz nebenbei verwickelt ein kleiner Fahrgast den Nikolaus in ein intensives Gespräch. Was die beiden besprochen haben, das wird ihr Geheimnis bleiben. Das kannst du auch. Der Ausgangspunkt der Nikolausfahrt ist erreicht. Der alte Herr verabschiedet sich von seinen Fahrgästen und wünscht eine schöne Vorweihnachtszeit. Und wir? Wir wünschen uns fürs nächste Jahr wieder eine so schöne Fahrt mit der Rennsteigbahn. So, und da wir kurz vor Weihnachten sind und wenn Sie noch nicht wissen, was Sie Ihren Kindern schenken wollen, machen wir Ihnen jetzt ein Angebot. Kaufen Sie doch Ihrem Kind einfach ein Starterpack einer Modelleisenbahn. Und wie das geht, zeigen wir Ihnen jetzt. Ja, Marvin, macht es Spaß mit der Eisenbahn spielen? Ja. Ja? Spielst du denn oft mit dieser Eisenbahn? Ja. Ja? Und wem ist denn die? Ist das deine? Von Fred. Von Fred, unserem Kameramann. Mhm. Tja. Was macht man denn dann mit dir? Möchtest du sowas haben? Ja. Hast du noch einen Wunsch dazu stehen zu Weihnachten? Mhm. Mhm. Ja, wenn du sowas haben möchtest vom Weihnachtsmann, musst du es auf den Wunschzettel schreiben, oder? Ja. Machst du noch? Ja. Marvin, wir haben eine Überraschung für dich. Hm? Du hast doch gesagt, du möchtest eine Eisenbahn haben. Ja. Willst du sie gleich mitnehmen? Ja. Nee, sag bloß ja? Hm? Okay, gut. Liebe Zuschauer, so ist das. Wir machen dem Marvin heute eine ganz große Freude, weil Weihnachten kurz bevorsteht. Marvin wünscht sich eine Eisenbahn und wir vom Modell- und Bahnteam schenken ihm heute einfach eine. Ich denke, da wird er sich riesig drüber freuen, dass du endlich eine Eisenbahn, eigene Eisenbahn hast und nicht mit dem Fred seine Eisenbahn fahren musst. Ne? Tja, so machen wir das, liebe Zuschauer. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir würden uns wieder freuen, wenn wir nächstes Jahr zur 53. Sendung im Januar wieder begrüßen dürfen. Dann von der Nürnberger Spielwarenmesse. Bis dahin wünschen wir Ihnen, wie gesagt, alles Gute, guten Rutsch und bleiben Sie uns treu. Tschüss.